Und jetzt kommentieren Sie wieder all das, was Ihnen wichtig ist. Also legt los, Jungs. Hier sind Brandt und Buttermann. Und dürfen wir kurz über Patricia Huber sprechen? Kanntest du vorher Patricia Huber? Nein, Patricia Huber ist mir komplett unbekannt. Auch da würde ich sagen, pfft. Patricia Huber ist eine Journalistin, die allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe, erst im November 2023 ihre Ausbildung beendet hat. Und zwar für das Blatt, wie nennt sich das denn? OVB, glaube ich. OVB, das ist sozusagen ein Lokalblatt für Rosenheim und drumherum. Das OVB, weißt du, was das abgekürzt heißt, nee. Ne? Was heißt ohne das? Vorher das heißt ohne vorher Beischlaf. Was mich hier wundern würde, weil ich habe ein Foto von ihr. Du kannst sie ja gerne mal googeln, weil dann findest du ganz schnell ein Foto von ihr. Patricia Huber, Journalistin, musst du mal eingeben bei Google. Sie ist durchaus sein Beuteschema, glaube ich. Also, wir gucken mal schnell. Ich werde das recherchieren, du kannst weiterreden. Ja, genau. Und ich kann dir mal gerne, es gab ja also einen Artikel, dass diese Patricia Huber mit Mike Zies ein Interview geführt hat für ihr kleines Rosenheimer Lokalblättchen. Das würdet ihr sagen, was interessiert sich denn Rosenheim für Mike Zies? Naja, er möchte gerne an den Chiemsee ziehen, denn er ist, so sagt er, in der Nähe von Rosenheim aufgewachsen, wobei ich gehört habe, dass er aus dem Osten kommt, aus dem Brandenburgischen. Was jetzt wahr ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hast du sie schon gefunden? Vielleicht kommt er aus dem Osten von Rosenheim. Das könnte allerdings sein. Genau, den Teil, der immer hinter der Mauer versteckt war, bis 89 hinter Rosenheim. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob Patricia sozusagen Mike kontaktiert hat und gesagt hat, Mike, du willst hier nach Rosenheim ziehen, dann lass uns doch gerne mal ein Interview machen. Oder Mike, so munkelt man. Bitte? Ich habe nichts gesagt. Ach so, ich hatte irgendwas gehört. Oder Mike seit anderthalb Jahren schon mehr oder weniger Klinkenputzen war bei Patricia und ihr schon 10-mal eine Story angeboten hat, sie immer wieder abgelehnt hat und gedacht hat, damit du aufhörst zu nerven, machen wir jetzt mal so einen kleinen Artikel. Wie es gewesen ist, das wissen nur die beiden. Hast du ihr Foto? Mein Handy ist abgestürzt, weil es leer ist, weil ich es nicht geladen habe. Aber ich werde es gleich nacharbeiten, sobald das Handy wieder an ist. Gut, in diesem Artikel heißt es also folgendermaßen. Für mich ist das ein kompletter Neustart, sagte Mike Zies im exklusiven OVB-Interview. Exklusiv erkennt man daran, weil man es nur hinter Bezahlschranke lesen kann. Da muss man also für bezahlen. Ja. Die vergangenen Jahre lebte der Reality-TV-Star, unter anderem bekannt aus dem Sommerhaus der Stars und prominent getrennt, in Berlin. Was so nicht korrekt ist, er lebte in Brandenburg. Also man könnte sagen, im Umkreis von Berlin, oder? Das würde ich sagen, das ist im weitesten Sinne Berlin. Ach so. Oh, jetzt sehe ich Patricia Huber. Ja, und? Aha. Ist nicht unattraktiv. Darf man das heute noch so sagen oder ist das gleich schon wieder anzüglich? Pass auf, sie hat ein Gesicht, und zwar ihr Gesicht, das Gesicht von Patricia Huber ist so, wie viele Mädchen, die in irgendeinem Wahn sind und einen Schönheitschirurgen kennen, sich operieren lassen. Jetzt weiß ich nicht, sie ist wahrscheinlich nicht operiert, sondern sieht tatsächlich so aus. Sie hat so, weißt du, diese komischen Gesichtsformen, die so ein bisschen leicht irre aussehen. Da fehlen nur noch die dicken Lippen, das kommt sicher noch hinterher. Das kann sein, dass das sein Beuteschema ist. Und diese Patricia ist ja noch jung, ne? Ja. Und ich glaube, da kann der Mike noch eine richtig schöne Geschichte erzählen. Übrigens auch wie seine Anwältin. Auch seine Anwältin ist noch extrem jung, mit Anfang 30. Vielleicht kommen wir da gleich noch kurz drauf. Lass es aber hier gerne erstmal weitermachen. Also Patricia Huber hat dieses Interview geführt. Wie gesagt, der TV-Reality-Star lebte in den letzten Jahren in Berlin. Also in Brandenburg eigentlich, ne? Doch jetzt hat er genug von der Hauptstadt. Aber Brandenburg, also Hauptstadt, egal. Nach der öffentlichkeitswirksamen Trennung von Michelle und dem bis heute anhaltenden Rosenkrieg sehnt sich Zies wieder nach dem bayerischen Meer, wie er selbst sagt. Ich bin vom Rosenkrieg nach Rosenheim. Ist es nicht herrlich? Und die Frage ist natürlich auch, sind die Rosenheim-Cops schon informiert? Ja. Ich weiß es nicht. Er sagt auf jeden Fall, ich bin zum größten Teil im Chiemgau aufgewachsen. Wie gesagt, mir kam zu Ohren, du bist in Brandenburg, aber egal. Ich habe die meiste Zeit am Chiemsee oder am Starnberger See verbracht. Warst du schon mal am Starnberger See? Ich habe 2 Jahre am Starnberger See gewohnt. Ich hatte da ein Haus, und zwar neben Herrn Dr. Kofler, weil ich bei ProSieben ja auch war. Und der Dr. Kofler hat vermittelt, dass ich dort ein Haus, eine Doppelhaushälfte gekauft habe. Direkt mit, im Prinzip einmal über die Straße, dann waren wir am Strand.
Und nebenan, ein Dorf weiter in Tutzing, hat Peter gewohnt, mein Freund Peter Maffay. Seit 1986 darf ich voller Stolz sagen, dass der Peterle um die Ecke mein Freund ist. Und da ist auch Leslie Mandoki in den gleichen Unglaublich. Studios. Und alle diese Leute wohnen da. Und das, was ich sagen muss, ist, und das ist jetzt, weiß ich nicht, woran es liegt, aber ich habe kein Mensch, der da wohnt, hat jemals etwas von diesem Mike Zies, egal wie er dann heißt, gehört oder geschweige Aber denn gesehen. vielleicht kennt Es man. gibt aber, pass auf, der Satz ist nicht zu Ende, mein Freund. Entschuldigung. Im Hotel Elisabeth, Obacht jetzt, im Hotel Elisabeth, ihr könnt es googeln. Googeln, meine ich natürlich, ihr sollt es nicht googeln, ihr sollt es googeln. Im Hotel Elisabeth, was auf dem Weg von Tutzing nach Starnberg liegt, auf der linken Seite ein altes Hotel, soll es mal eine Putzkraft gegeben haben, und das ist kein Witz, und ihr könnt da anrufen und fragen, die tatsächlich Mike Zies hieß. Das hat mir aber jemand erzählt, der da selber als Hausmädchen gearbeitet hat und eine lange Zeit seiner Arbeitszeit auf dem Bauch verbracht hat. Ich weiß nicht, wie die Zusammenhänge sind. Ich muss da auch wirklich sagen, es ist nicht recherchiert, das bitte. Aber ich glaube, er hat da gearbeitet, aber nicht gewohnt. Okay. Nämlich in diesem Hotel als Putzkraft. Da Kann das sein? kennst du vielleicht noch diesen alten Schlager, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte. Aber das fiel mir nur so nebenbei ein. Das war auch vor deiner Zeit, glaube ich. Waren das die Beine? Bitte was? Waren das Beine tatsächlich, wenn die Ja. Elisabeth nicht so schöne Tüten hätte? Ja, genau, okay, war Beine. Es Beine. waren in den 50er Jahren hat man noch über Beine gesungen, eventuell was anderes gemeint, aber die Beine waren es textlich zumindest. Okay. Und genau, also und dann schreibt sie weiter, diese Patricia Huber, am Tag dieses Interviews ist er mitten im Umzugsstress. Jetzt ist die Frage, hat sie ihn in Berlin besucht? Hat sie ihn in Rosenheim besucht? Weil es heißt ja auch später, er findet noch gar nichts in Rosenheim. Er ist erstmal in München untergekommen. Und die Frage ist, warum Umzugsstress? Es gibt ja nur eine Lichterkette, einen Schreibtisch und einen Naja, Stuhl, glaube ich. also der Umzugsstress gestaltet sich wie folgt. Du hast die Lichterkette, deine zwei Unterhosen und das Reih in der Tube. Das hast du alles zusammen in diesem Koffer drin, und dann hast du natürlich Stress, weil du permanent, egal wo du bist, mit diesem scheiß Koffer rumrennst. Was du machen könntest, ist, im Münchner Hauptbahnhof gibt es Schließfächer für relativ kleines, faires Geld, und man müsste seinen Koffer da vielleicht einschließen. Wenn du dann aber jetzt stell dir vor, er hat ein Interview um 12, hat um 9 seinen Koffer da eingeschlossen, hat gedacht, es dauert bis 14 Uhr, jetzt hat er die Frau zum Essen eingeladen, dann hat man noch Bückspiele gemacht, und dann ist es plötzlich 15 Uhr, dann ist deine Zeit ja abgelaufen, dann kostet es Strafgebühr, und dann kommst du richtig in den Umzugsstress. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Für alle YouTuber da draußen, ihr wisst schon, wer hier die Spitzenbemerkung macht, ne? Also, wenn ihr das wieder nicht unterscheiden könnt, wer hier die Spitzenbemerkung macht, egal. Vorerst geht es allerdings nicht an den Chiemsee, sondern nach München. Der Grund ist simpel, denn er sagt, eigentlich würde ich mich gerne direkt am Chiemsee niederlassen, aber da ist die Baugenehmigung noch nicht durch, sagt er und lacht. Die Die Geschichte Baugenehmigung. hatte ich aber schon aufgeklärt. Das hattest du ja wahrscheinlich mitbekommen. Das hatte ich bei Yvonne schon gemacht. Die hatte das ja in vielen Farben geschildert. Und ich musste mal ihre Community von dieser Yvonne Mulen da, also die hat ja auch überhaupt keine Moulin. Ahnung. Moulin hat ja keine Ahnung, was sie da schreibt. Da macht sie sich doch lustig über den Mike. Wie kann denn sowas passieren? Die Wahrheit ist, und Die das ist weiß jeder, unwissend. der sich ein bisschen auskennt in Bayern, ja, wenn man einen Hauch Grundbildung hat, weiß man doch. Erstens, A-Promis wie der Mike bekommen Grundstücke am Chiemsee mit Seeblick und Anlegesteg immer umsonst. Erstens. Zweitens, wenn es was kostet, dann kostet es höchstens 2,70 € Bearbeitungsgebühr pro Quadratmeter. Das wären also bei 1000 Grund, also mal so 1000 Quadratmeter Seegrundstück sind dann 2.700 €, die muss man auf den Tisch legen, das kann sein. Bearbeitungsgebühr. Das Haus. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Information hier nochmal für alle Beteiligten. Wenn man es in der Reality-Branche oder sonst geschafft hat und prominenter ist, bekommt man von der Gemeinde Chiemsee, ja, das Haus gestiftet. Weil die wollen, dass sich Prominente da ansiedeln. Was denkt ihr denn? Ich meine, ganz ehrlich, ihr rennt da alle draußen rum, ja, und habt wirklich keine Ahnung. Und dann lästert ihr über diesen Mike Zies, anstatt euch erstmal vernünftig zu informieren, Was ja, und glaubt ihr einfach denn, mal. wie Helene Fischer und Florian Silbereisen ihr Haus am Chiemsee bekommen haben? Hallo? Jetzt mal ganz ehrlich. Und der Peter Maffay und der Leslie Mandoki. Und selbst ein Ich sag Boris Brandt hat da mal gewohnt. Ching, ching,
Chinggis Khan, Ho-Reiter, He-Reiter. Darf man das heute noch singen? Glaubst du nicht wirklich, dass so jemand für ein Grundstück, für ein Haus Geld bezahlen muss? Das ist mal, Freunde, wo seid ihr denn? Ganz ehrlich, so bekloppt kann man doch gar nicht sein. Ihr müsst doch wissen, dass jede Gemeinde stolz ist, wenn verdiente Bundesbürger, sag mal, Prominente, wenn die in die Gemeinde ziehen. Und natürlich stellt man dann ein Grundstück für kleines Bearbeitungsgebühr und eben das entsprechende Haus zur Verfügung. Das ist ganz normal. Und ich muss mal so sagen, kommt mir da doch jetzt nicht mit Bauamt oder Genehmigung oder so. Also ich weiß, in Bayern erledigt man sowas noch mit Handschlag. Ja, klar. Oder? Also unter Prominenten. Der zum Beispiel Howard Carpendale, ne? Ja. Von Howard Carpendale, der hat ja mal da gewohnt in Starnberg. Und dann hat der Georg Kofler, als er mir dieses Haus da beschafft hat über seinen Makler, hat er gesagt, pass auf, wenn du noch Möbel brauchst, dann frag doch mal bei Howie nach. Der trennt sich gerade von seiner Frau. Und dann habe ich nämlich, dank der Maklerin, die damals involviert war, habe ich von Howard Carpendale nicht nur, und habe ich noch im Keller stehen, zwei Schemel von Versace, richtig schöne, alte, schöne Versace-Schemel bekommen, sondern eine wunderbare, eine sehr bunte, schöne Couch, einige Sessel und ganz feine und ein paar Teppiche, teure Teppiche, habe ich alles von Howie für ganz kleines Geld bekommen. Ist kein Witz. Und als ihr euch wiedergesehen habt, hat er dir ein Hello Again entgegengeschmettert. Ich muss jetzt zugeben, ich habe das nicht von, also es hat alles diese Maklerin gemacht. Ach so. Ich habe Howie selber nie getroffen. Oh, okay. Ich habe dann irgendwann mal bei eBay inseriert, diese scheiß Teppiche loszuwerden. Habe dann geschrieben, die gehörten mal Howard Carpendale. Das wollten die Leute, aber Beweise haben sie mal. Hallo, wo ist denn das Vertrauen geblieben? Und dann konnte ich am Ende sind die Dinger über die Wupper gegangen. Gab es keine Beweise mehr, so verkrustete Spermaflecken stand oder irgendwas? Nirgendwo stand drauf, Howie, das muss man sagen. Aber ich glaube, es gab von der Bunden mal einen Artikel, da konnte man die Sachen sehen. Aber verstehe. Lass uns mal im Text weitermachen hier. Ja. Für seinen künftigen Wohnort hat er allerdings einen ganz klaren Plan. Jetzt kommt's. Ich möchte aufstehen und den Blick über den Chiemsee haben. Dass ein Haus mit direktem Seeblick in der Region nicht unbedingt günstig ist, weiß auch Zies. Sein Vermögen, Obacht bitte an die Staatsanwaltschaft, an die Bank, die noch pfändet, und an meinen Anwalt, der Geld haben möchte. Sein Vermögen verdankt er allerdings nicht nur seinen TV-Auftritten, wie er selbst sagt. Reality reicht nicht, um reich zu werden, sagt er. Ich mache auch andere Geschäfte und bin viel mit Unternehmern unterwegs. Ich habe gute Investoren, sagte er. Weiter betont er, das sind alles ehrliche Geschäfte. Ich meine, ganz ehrlich, man muss es wirklich so sagen, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Man muss es wirklich so sagen. Und ist es denn so, dass klingt dieses Interview gut recherchiert? Also, Frau Huber, ich sag mal so. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich kann dich nicht mehr sehen, du bist weg. Ah, okay. Warum? Ich weiß es nicht. Plötzlich der Bildschirm hat sich geändert, jetzt sehe ich nur noch mich selbst, dich sehe ich nicht mehr. Es ist schade, aber es ist, wie es ist. Okay, ich sehe mich, warte mal, ich check das mal kurz, nicht, dass da drauf... Ist ja egal, ich kann ja trotzdem mit mir selber sprechen dann, ich sehe dich nur nicht. Sonst habe ich immer diesen schönen geteilten Bildschirm, das habe ich jetzt nicht mehr. Okay, findest du, dass Frau Huber da recherchiert hat? Ich glaube, nein. Also. Ich fürchte ganz ehrlich, Frau Huber hat diesem Jungen... Da bist du wieder, jetzt sind wir wieder zu zweit. Okay. Ich glaube, die Frau Huber... hat, also ich sag mal so, Dingeldong. Was? Letzte Woche war der Mike in dieser Disse. Da war auch die Frau Huber, denn die hat im Hintergrund gelacht, wenn du dich erinnerst. Dann hat der Mike in richtig gelacht. Der Disse, Gas du meinst gegeben. Im Tonstudio? Ah, war das ein Ton? Ja, stimmt, er war aber erst in der Disse und dann im Tonstudio, oder nicht? Er war im Tonstudio. Gestern Abend war er im Hugos. Das war gestern Abend. Aber Moment. Er war doch in der Disse vor zwei Wochen, abends. Ne, das war im Zelt, auf der Frühlingsparty. Im Zelt. Ja, ja. Entschuldigung, ich meine Zelt. Ja. Das sind so viele Locations. Alles gut. Diese Promis, das macht mich auch krank, ehrlich. Man weiß ja gar nicht mehr, egal. Auf jeden Fall. Er war im Zelt. Im Zelt war diese Frau, glaube ich, dabei. Dann hat sie den Mike kennengelernt, da haben sie beide richtig Gas gegeben.
Dann haben sie dieses, haben sie Lachzigaretten geraucht und hier Geschwindigkeitspulver zu sich genommen oder so und waren also ein Herz und eine Seele. Und dann hat er mal Dingeldongel, Dingeldongel, Dingeldongel. Und dann sind die beiden ein Team geworden. Dann hat er ihr sozusagen diese ganzen Geschichten erzählt von dieser furchtbaren Michelle, von diesen ganzen bösen Menschen, aber auch von diesen ganzen Anwälten, die jetzt alle für ihn und was da alles kommt und die Millionen und dass er und dann hin und her. Ja, und jetzt ist diese junge Journalistin natürlich erstens einer Riesengeschichte auf der Spur. Also er hat ja exklusiven Access. Sag mal so, wie hieß es früher? Hose runter, Beine breit, der Rest, der ist eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall, dann haben sie jetzt diese, durch diese, es tut mir leid, also auf jeden Fall haben sie durch diese Beziehung, hat sie jetzt halt Access, und zwar exklusiven Access zu Celebrities. Und ich glaube, dass sie deswegen, weil sie diesen Access hat, eben auch diese Geschichten so schön schreiben kann, die wir... Und das musst du jetzt zugeben, die wir nicht haben. Alles das haben wir nicht. Das Du stimmt. nicht, ich nicht. Und ich finde, und das ist, muss ich jetzt ganz deutlich nochmal sagen, das hatte ich ja auch zugesagt, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir hier weiter über Mike Ziel sprechen. Wir Ich auch wollten nicht. das nicht mehr. Du zitierst diesen Ja, Zeitungsartikel, aber eben. ich würde nicht alles schlecht machen wollen, sondern ich Nein, möchte nein. Und schon, ich, dass der er Chat hat übrigens gerade ganz auch fair. recherchiert. Der Chat hat gerade recherchiert, dass die Frau Huber auch schon für den Münchner Merkur geschrieben hat. Und das spricht ja für Qualitätsjournalismus, muss man mal so Bitte sagen, schön. oder? Sie würde nicht, also das Ding ist das, sie würde nicht einfach, sie hat mit allen Mitteln, das macht ein guter Journalist, der muss manchmal sich selber auch aufopfern. Und es soll ja auch, also der Mike ist ja ein Talent, was ich gehört hatte in diesem Bereich. Das heißt, es ist ja nicht zu ihrem Nachteil, sondern zu ihrem Vorteil. Und sie hat praktisch, er hat exklusiven Access zu ihr und sie hat exklusiven Access zu ihm. Er kriegt das, was er will, und sie kriegt das, was sie will. Das ist eine sogenannte Symbiose. Win-win. Das ist eine Win-Win. Also, wie gesagt, Frau Huber schreibt dann weiter: Beim TV-Publikum ist Zies umstritten. Okay, war mir bisher Ja, nicht das bewusst. ist korrekt. Immer Nein, gut wieder recherchiert. ist er durch sein impulsives Verhalten auch gegenüber seiner Ex-Frau aufgefallen. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Muss mal eben kurz die Seite wechseln hier. Der Hass ist ihm selbstverständlich nicht entgangen. Er sagt: Natürlich habe ich meinen Auftritt im Sommerhaus reflektiert. Hoho. Nur war das im Internet leider nicht gewollt. Man wollte immer nur dieses Bild vom bösen Reality-Star aufrechterhalten, sagt Zies. Ja, was soll ich sagen? Es ist, er hat recht. Gut. Er gibt allerdings auch zu, dass es Szenen gab, okay, das klingt nach Reflexion, in denen ich cooler hätte reagieren können. Das kreidet er sich auch selbst an. Dennoch ist er der festen Überzeugung, dass er einen großen Anteil an den guten Einschaltquoten der verschiedenen Shows hat. Korrekt. Denn Korrekt. schließlich habe er mit seinem Verhalten auch für Unterhaltung gesorgt und das sei Absolut. schließlich, was die Zuschauer wollen. Ja, und ganz ehrlich, muss man auch sagen, da verdienen ja Legenden um Legenden, Internet-YouTube-Legenden verdienen ja an ihm sich dumm und dusselig. Und da hat er völlig recht. Alles, was er sagt, ist korrekt. Aber ich kann, also ich als Journalist hätte genau das Gleiche aufgeschrieben. Ich hätte mich nicht hingegeben jetzt direkt, aber ich hätte das Gleiche aufgeschrieben. Es ist ja gut recherchiert, es ist ja Tatsachen sind Tatsachen. Da musst du auch nicht dran rumnörgeln immer in Nee, dieser. du, ich Du hast gebe auch immer nur so eine wieder. jämmerliche Nörgelart. Das macht auch kein Mensch hören. Wir wollen schon haben, dass du auch mal ein bisschen respektierst, wenn andere weiß. Leute. Ich hätte. Wie heißt das Wort? Reflektiert sind. Herr Brandt, Herr Selbstreflektiert. Brandt, Herr Brandt, ich hätte mal so Lust, am Dienstag mal bei der Frau Huber durchzuklingeln in der Redaktion und sie mal ein paar Würde ich Sachen zu machen. fragen. Würde ich machen. Ja, das mache ich, Ja. glaube ich. Weiter geht's im Text. Im echten Leben bekommt er vom Hass, der im Internet auf ihn einprasselt, nichts mit. Okay. Klar, weil er es ja nicht liest, weil es ihn nicht interessiert, Ach weil er da so. steht darüber. Finde ich gut. Gut, sehr Ja, gut. pass auf, jetzt kommt's. Er sagt, jeder will Selfies mit mir machen und da ist kein einziger Hater dabei. Stimmt. Er vermutet ohnehin, dass seine Hater insgesamt seine größten Fans sind. Outest du dich jetzt mal bitte? Ja, ich möchte das hier nochmal ganz deutlich sagen. Ich würde, also ich bin ehrlich gesagt von Neid zerfressen, weil ich kenne jemanden, der ein Selfie hat mit Mike Zies und ich habe kein Selfie mit Mike Zies. Ich habe ehrlich gesagt in meiner Kollektion überhaupt fast gar keine Selfies, außer diesen durchgeknallten Bassisten von dieser Band. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt das irgendwo hatte. Und zwar, wie heißt denn diese Band nochmal? Das ist so eine Rockband, die so 70er-Jahre-Rock spielt in so Glamrock-Klamotten. Und der Bassist von denen, mit dem habe ich mal ein Selfie gemacht aus Spaß. Und mit diesem einen langhaarigen deutschen Promi, der so aussieht wie Conchita Wurst, mit dem habe ich auch mal ein Selfie Paul gemacht. Janke. Ansonsten,
Nein, nein, nicht Paul Janke, sieht doch nicht aus wie Conchita Wurst. Aber lange Haare. Auf jeden Fall so oder so bin ich tatsächlich von Neid zerfressen, dass ich das nicht habe. Und ich bin, man muss es so sagen, ich bin ein, ich oute mich jetzt hier, ich bin jetzt, es kann ja gar nicht anders sein. Ich weiß es noch nicht, ich will es nicht zugeben. Bekomme ich jetzt eigentlich eine Anzeige von Paul Janke? Egal. Wahrscheinlich. Außerdem hast du nur andere Fotos von Mike Zies, aber die hast du ja gelöscht mittlerweile, ne? Naja, nachdem du mir das erste Mal in meinem Leben, Nein, habe ich gar nicht. Ich habe nicht danach gefragt. Mir wurden einfach ungefragt. Das stimmt, ich distanziere mich von dieser Aussage. Nach wie vor ist nicht geklärt, mit welcher Intention. Und ich habe auch diesen Duschfilm gehabt, muss ich sagen. Da hat es mich aber richtig geschüttelt, weil dieser Herr Zies eben, und das ist die Frage, ob er das denn dieser Frau Huber auch geschickt hat. Hat er ihr auch diese Dickpics und den Duschfilm geschickt? Oder habe ich nur ich das wieder bekommen? Dann könnte ich mit ihr tauschen. Ein Selfie mit Frau Huber und ihm gegen Dickpics und Duschbilder. Entschuldigung. Du darfst sowas nicht tun. Entschuldigung. So weiter im Text. Zies ist sich seines Bildes, das er in der Öffentlichkeit abgibt, bewusst. Das wage ich zu bezweifeln allerdings. Nee, das weiß er. Der hat jetzt aufgeräumt, das hat er ja gesagt. Er hat doch gesagt, jetzt die ganze Wahrheit und dann hat er es gewusst. Sonst hätte er ja nicht gesagt, die ganze Wahrheit. Und jetzt sollte der Paul Janke nochmal zuhören, denn eventuell wird er jetzt erwähnt, denn Zies sagt weiter, ich will ja auch nicht so ein langweiliges Image haben wie der Bachelor, sagt er. Bitteschön. Das Beste, pass auf, jetzt kommt der Satz. Das Beste für mich wäre eigentlich der Anti-Bachelor zu sein, der erst mit allen Frauen schläft und dann fragt, wie sie heißen. Mhm. Wäre das ein Sendekonzept? Ich finde es, ich sage es dir ehrlich, wie es ist, ich finde es einen hochinteressanten Gedanken. Ich finde, da hat der Mike Zies wieder bewiesen, dass er ein Gefühl hat für Formate. Entschuldigung. Ficken ohne Fragen. Das könnte, also FIF, es geht auch immer darum, dass du Formate hast, die auch so eine Abkürzung haben. Ne? Das wäre praktisch Ficken ohne Fragen. Das heißt, Mike Zies geht durch die Innenstadt, spricht Frauen an und wenn er dann eine hat, die mit ihm das treiben will, dann hat er, dann und dann hinterher ist das Ding, dass er sie dann hinterher fragt, wie heißt du eigentlich? Und dann sagt sie, ich bin die Melanie. Und dann sagt er, hallo Melanie. Ja, das ist ein tolles Format. Ich denke, das hat eine riesen Zukunft. Ich glaube, es ist unglaublich interessant. Wäre das was für RTL 2 oder für welchen Sender könntest du das vorstellen? Boah. Oder Arte? Ja, ich glaube, es ist eher geeignet für diesen, kennst du hier Sonnenscheinfreunde 1970? Das was? Ist so ein Nackidei-Sender. Was guckst du denn da bitte abends, wenn deine Frau im Bett ist? Spinnst du jetzt? Ist das so ein FKK-Kanal oder was? Sonnenfreunde 1970. Also entschuldige mal bitte, was bringt, was für Nein, das ist wieder, da sind so ganz viele nackte Volleyballer in den 70ern. Kennst du den alten Satz noch aus den 70ern? Kenn ich noch als Kind, mach doch keine fiese Matenten. Kennst du den ja. Satz? Ja. Ja. Habe ich, glaube ich, seit 50 Jahren nicht mehr gesagt, obwohl ich nur 45 bin. Aber ja. Wollen wir im Text weitermachen? Bitte. Ach Gott. So. Ein Rückzug aus der Reality-Welt strebt der 36-Jährige übrigens nicht an. Es ist egal, wo ich lebe, Reality wird mich von überall zurückholen, sagt der gelernte Metzger im OVB-Interview. Er ist Metzger. Mhm. Also bitte Obacht geben, wenn du ihn zukünftig doch mal sehen solltest und er hat ein Messer dabei. Er weiß, wie man filetiert. Genau. Ich habe aber eine 45er Schmeißer, das ist besser als ein Messer. Brand. Jetzt möchte Mike Zies sein Leben ein bisschen auf der Überholspur führen. Spur führen. Möchte er jetzt ein bisschen. Ja. Ich dachte, das hat er die letzten Jahre schon gemacht mit 5, 6 Affären nebenbei. PKW. Was ist denn los? Er hat doch kein PKW oder nicht? Er hat doch nicht mal einen Führerschein. Doch, er hat ja immer Mietautos gehabt. Ja. Leihwagen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay, gut. Ja, Leihwagen. Dann ist er mit dem Leihwagen auf der Überholspur. Das ist ja, genau, das ist ja toll. Daher dürfte er künftig auch im Rosenheimer Nachtleben anzutreffen sein. Ich war neulich wieder in Rosenheim im ehemaligen 100 Quadrat feiern. Das war früher quasi mein Wohnzimmer, erzählt er. Ist das wie das P1 nur für Rosenheim, oder? Ja, also ich denke, dass jeder Mensch in Deutschland weiß, was das 100 Quadrat ist.
Das ist in Rosenheim wirklich, also es ist der Club. Das ist da, wo übrigens Jennifer Lopez Ben Affleck getroffen hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und das ist auch der Ort, wo Michael Jackson damals den Moonwalk erfunden hat. Das war alles im 100 Quadrat in Rosenheim. Und Kai Pflaume hat da zum Beispiel auch seine Ehefrau gefragt, ob sie ihn heiraten will. Und jetzt kommt das Interessanteste. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Helmut Kohl ist dort auf Lotti Huber getroffen. Ich weiß nicht, ob du Lotti Huber noch kennst. Ja. Und sie haben beide angestoßen mit einer Weißweinschorle. Alles das ist im 100 Quadrat in Rosenheim passiert. Ein Ort, ein ganz besonderer Ort, der eigentlich nur zu vergleichen ist mit Maya-Tempeln und Pyramiden. Ja, Lotti Huber, die übrigens erst im hohen Alter ihren Durchbruch hatte, übrigens. Genau, den Darmdurchbruch. Deswegen ist sie da auch verstorben. Bin ich froh, dass du heute keine Late Night hast. Ich glaube, das würde ganz schlüpfrig werden, oder weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich dachte erst beim Kai Pflaume, dachte ich erst, er hätte sein Herzblatt-Casting im 100 Quadrat damals gehabt, weil er war ja mal Kandidat bei Herzblatt. Ja, danach ist das alles passiert. Alles das hat im 100 Quadrat wurde, ich weiß nicht, ob du es wusstest auch, da wurde ja der Frieden von Versailles beschlossen. Das war alles im 100, Quadrat. Im 100 Quadrat ist praktisch, ich meine, die Rolling Stones haben da Satisfaction geschrieben. Ich weiß nicht, ob du Oasis kennst. Die beiden Brüder haben da zum ersten Mal zur Gitarre gegriffen und haben hier Today, It's Gonna Be the Day, When the Gunner's Throwing Back to You gesungen. Also alles das ist im 100 Quadrat in Rosenheim passiert. Und es wurde auch der Apfelkuchen erfunden, der gedeckte, auch das im 100 Quadrat in Rosenheim. Und sag mal, die erste U-Bahn ist ja vom 100 Quadrat in Rosenheim nach München gefahren. Alles das passiert im 100 Quadrat in Rosenheim. Ihr schreibt gerade dem Moon, ihr lauft ja richtig heiß heute. Und Christian sagt, bitte lasst Rosenheim in Ruhe. Ja, sorry. Das tut mir leid. Rosenheim ist vielleicht ganz schön. Ich war da auch noch nie, obwohl ich ja auch in Bayern lebe. Weiter im Text. Oh, Gottes Willen. So. Der Süden hat einfach mit die schönsten Frauen, sagt der selbsternannte Frauenheld. Das wiederum wird Frau Huber nicht so gern gehört und geschrieben haben, denn eigentlich dachte sie ja, dass sie jetzt ein bisschen, dass er bei ihr den exklusiven Eintritt hat und nicht woanders noch. VIP-Lounge sozusagen. Ja, genau, das ist die kuschelige kleine VIP-Lounge, die Frau Huber mitbringt. Das reicht ihm jetzt nicht und jetzt merkt man es wieder. Da fällt er wieder in alte Muster zurück natürlich. Genau, also wie gesagt, er lobt die Frauen in Bayern, schwärmt er in München, laufe er ständig schönen Damen über den Weg. Alle 11 Minuten verliebt sich eine Frau in Mike Zies, sagt er. Ja, das ist so. Da kann man einfach nur sagen, da kann man voll des Neides hingucken, kann sagen, Mensch, also wenn es jemand geschafft hat, also ich erinnere mich mal an den schönen Klaus zum Beispiel hier in Hamburg in den 80er Jahren, der war wirklich sehr beliebt, aber auch der hat es nur auf alle zwei Tage verliebt sich eine Frau in den schönen Klaus und geht für ihn anschaffen. Insofern muss man sagen, dass da ist der Mike einfach auch wiederum ganz, ganz, ganz vorne. Und ich weiß nicht, ob das nicht sogar auch ein eigenes Format ist. Stell mal vor, du würdest sagen, erleben Sie jetzt, wie alle 11 Sekunden sich eine Frau in Mike's Minuten. Das ist ein Riesenformat. Das ist ein Riesenformat. Der Frauen, weißt du, stell dir mal vor, du siehst immer bildhübsche Frauen, die sagen immer, wow, und dann sind sie direkt verliebt. Das ist toll, das ist super spannend, das will jeder sehen. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob in Rosenheim übrigens, ist es so, dass Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist in einem 100 Quadrat in Rosenheim? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war auch da, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja. Annalena Baerbock hat zum Beispiel da das Trampolinspringen gelernt, im 100 Quadrat in Rosenheim. Der Herr Habeck hat Bruchrechnen und Prozentrechnen wo gelernt? Im 100 Quadrat in Rosenheim? Bitteschön. So? Bitteschön. Allmählich kapieren wir es alle. Dann auf jeden Fall heißt es hier noch weiter im Artikel, Frauen kennenzulernen, Probleme Frauen kennenzulernen, hat er übrigens nicht, wenn man seinen Aussagen glauben darf. Schreiben jetzt wird ihn auch überkritisch. Ja, denn er sagt, seitdem ich Single bin, schreiben mich viele erfolgreiche und durchaus aus wohlhabende Frauen auf Instagram an. Aha. Der Milfschlachter. Ist es am Ende Claudia Obert, die ihn angeschrieben hat? Ich weiß es nicht. Denn sie ist pass auf, er ist ja Metzger, ne? Der Milfmetzger. Oh, ich habe schon wieder schöne Ideen für den Thumbnail. Egal. In Rosenheim fiebert er bereits auf das Echolon-Festival in Bad Aibling hin, noch nie gehört, und das Rosenheimer Herbstfest und hat auch eine klare Ansage an die Damenwelt. Jetzt kommt's, Boris. Rosenheim sperrt die Frauen ein, der Zies ist wieder da.
Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal, stell dir doch mal bitte vor, Frau Huber und Herr Zies machen dieses Interview zusammen. Der hat das doch nicht ernsthaft gesagt und sie sitzt da stocksteif, notiert sich das oder hat ihr Diktiergerät oder ihr Handy auf Aufnahme gedrückt, ohne dass sie schallend am Boden lag und lachend irgendwie fast erbrach. Also. Der Chat lacht zumindest. Ich kann es nicht. Ich habe mir jetzt wirklich viel Mühe gegeben, das Ganze positiv zu kommentieren. Jetzt überlege ich natürlich, was hatte sie im Mund? Einen Stift, eine Nudel oder sonst irgendwas, während das passiert ist. Aber sie hat auf jeden Fall Sachen aufgeschrieben, die ja auch gegen ihre eigenen Interessen sind. Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat sie das zur echten Journalistin auch gemacht, dass man sagt, okay, man muss auch mal selber über den eigenen Schatten springen und die eigene Garage vergessen. Ich weiß es nicht. Sag mal so, der Artikel ist mit viel Liebe geschrieben. Da ist ganz, ganz viel Wahrheit drin. Ein paar Sachen sind zu diskutieren, aber nicht von uns. Und man muss ihn einfach so stehen lassen, wie er da steht. Ich denke, der Wert dieses Artikels, und das ist wirklich eine philosophische Aussage von bleibendem Wert, ja, der Wert dieses Artikels wird sich zeigen, wenn wir alle gemeinsam in 3 Jahren im 100 Quadrat in Rosenheim stehen und Mike Zies den Pokal übergeben dafür, dass er es geschafft hat, alle Frauen von Rosenheim zwischen 30 und 80 wegzuarbeiten. Wie viele Einwohner hat Rosenheim? Hier. Ich weiß, dass es 100 Quadrat nur 100 passen, weil das ja nur 100 Quadratmeter groß ist und ein Mensch muss einen Quadratmeter für sich haben. Hast du übrigens vergessen, das stand im ehemaligen, also das Ding heißt nicht mehr 100 Quadrat, das hieß zur damaligen Zeit, als er dort ein- und ausgegangen ist, als Womanizer hieß das so. Mich würde mal interessieren, wie das Ding heute heißt. Aber ja, ist ja jetzt Euro, das heißt 50 Euro. Das ist unglaublich. Aber ich würde mal gerne, am Dienstag würde ich mal gerne Frau Huber anrufen und würde sie einfach mal gerne fragen, was sie sich beim Schreiben dieses Artikels wo gedacht hat. Nein, ob sie damit für den Pulitzer-Preis 2025 nominiert wird. Die richtige Frage ist, die wirklich wichtige Frage ist, ob sie irgendeine Form von Beleg für uns hat, wo wir einfach auch mal, wir würden gerne auch uns beteiligen, auch an dem Grundstück. Wir würden uns an dem Geschäftsmodell des Hauses beteiligen. Wir wären Spender. Und ob sie uns einfach mit weiteren Informationen versorgen kann. Ich denke, dass das unsere Zuhörer, Zuschauer, dass die das verdient haben, dass sie mehr kompetente Informationen bekommen und dass wir sie nicht alleine lassen. Ich habe übrigens gerade, der Chat ist ja ganz toll, 70.000 Einwohner hat Rosenheim. Siehst du? Gehen wir davon aus, dass die Hälfte Frauen sind? Ja, wenn du am Tag jetzt mal, wie viele Sekunden, musst du ganz kurz gucken, alle 11 Sekunden, ne? Minuten, 11 Minuten. 11 Minuten, Entschuldigung. Ganz kurz mal ausrechnen, kannst du mal erstmal einen Rechner da? Oh Gottes Willen. Kannst du mal teilen, 24 Stunden durch 11 Minuten? Das kann der Chat mal bitte. Chat, macht mal kurz. Rechnet das mal bitte mit. Ja, also 24 durch 11, dann haben wir die Anzahl der Frauen, die er pro Tag wegmachen kann. Und dann musst du das so lange machen, weil das sind ja dann 70.000 Einwohner, sind 35.000 Frauen grob gerechnet, von denen im entsprechenden Alter. Genau, da müssen wir auch noch ein bisschen was abziehen. Genau, da sind vielleicht noch 28.000. Ich würde sagen, wir müssen einfach eins machen. Wir müssen dann die Anzahl der Frauen, die er pro Tag wegmachen kann, so lange multiplizieren, bis wir auf 28.000 sind. Dann wissen wir, wie lange das Projekt dauert. Bitte einmal, Chat, rechnet das mal kurz nach. Ansonsten, war es mir eine Ehre. Darf ich kurz fragen, ich mache ja morgen Morgensendung, obwohl ja Feiertag ist. Bist du morgen früh am Start? Grundsätzlich schon, ja. Okay, im Pyjama. Wenn ich mich heute Abend erholt habe, dann wäre ich am Start, ja. Sehr gut, sehr gut. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf morgen früh. Hättest du sozusagen, während der Chat noch nachrechnet, hättest du noch ein Thema? Gibt es irgendwas, was dich die Tage am Wochenende irgendwie noch bewegt? Nein, du hast mich jetzt mit diesen ganzen Rosenheim und Quadrat und diesen komischen Artikel und diesen ganzen Rechenaufgaben, du hast mich jetzt wirklich ausgelutscht bis zum geht nichts mehr. Ich kann auch gar nichts mehr sagen jetzt. Oh, ich möchte nicht, dass du sagst, dass ich dich ausgelutscht habe. Das ist mir unangenehm. Darf ich aber kurz mal erwähnen, dass wir uns übrigens im Studio von Hamburg 1 wiedersehen. Und zwar am 24. ist das, ne? 24.06., wenn das der Montag ist, sehen wir uns morgens bis 9 Uhr 2 Stunden lang. Also XXL, um in Mike Zies Sprache zu sprechen. XXL. Oder auch so. Oder wäre ich Erik Sindermann, würde ich jetzt die XXL-Packung Kondome aus dem Schreibtisch ziehen. Wie geht's dem eigentlich? Der ist in Boxvorbereitung. Okay. Der wird ja boxen. Aber der war jetzt gar nicht bei unserem Partner. Nein, weil der nicht beim Fame-Fighting boxt, sondern bei einer anderen Boxveranstaltung, die übrigens auf DAZN ausgestrahlt wird. Okay. Ja.
Ist also eine andere Veranstaltung. Oh, und in der Chat, der anscheinend immer noch nichts gerechnet hat, muss ich es jetzt machen, richtig? Okay. Hier steht, 32.000 Frauen leben in Rosenheim, hat jemand recherchiert. Ja, aber die müssen ja welche abziehen, das sind ja nur 28 dann. Genau, die ganz Alten und die ganz Jungen müssen wir abziehen, oder? Was ist denn jetzt los? Jetzt geht mein, das Handy lädt nicht. Ich bin wirklich verzweifelt manchmal. Nee, Biggie, wollten wir auch nicht besprechen. Genau. Ganz ehrlich, ich bin verzweifelt. Es ist doch eingesteckt. Wieso geht das? Wieso lädt es denn nicht? Leute, könnt ihr mal bitte ausrechnen, wie viel Verschleiß Mike da hat am Tag? Also, wir 11 Minuten passen wie oft in 24, müssen einfach 24 Stunden, also 24 Stunden haben wie viele Minuten? Also 24 mal 60 durch 11. Ja, soll ich das mal eingeben jetzt? Ich mache. Ja, bitte. Meine Güte. Jemand muss es, wenn man sich einmal auf den Chat verlässt, dann lass wenigstens ein Like und ein Abo da, liebe Freunde, sonst kommen wir nicht mehr wieder. So, darf und man vergesst das so sagen? Übrigens das Gleiche auch, ne? Und das Gleiche müsst ihr auch machen, bitte, bei Bob's Late Night. Da müsst ihr bitte abonnieren, sonst wisst ihr ja gar nicht, wann es losgeht. Also, und ein Like könnt ihr auch da lassen, wenn ihr schon mal da seid. Habe ich denn hier diesen blöden Taschenrechner? Ich benutze den so selten. Pass auf, ich habe den hier. Na, dann mach doch mal. Also, Moment jetzt. Wir haben also, was hatte ich jetzt gesagt? 11, nee, warte mal. Nee, 24 mal 60. Mal 60 ist gleich 1440 geteilt durch 11 ist gleich so. Am Tag kann der Mike 130 Frauen klar machen. So, jetzt sind wir 130, warte. Dann haben wir 28.000 durch 130 ist gleich 215. Also, in 215 Tagen ist Mike Zies mit Rosenheim durch, mit den Frauen. Oh ja, das gut, aber darf er ein bisschen schlafen? Dann müssten wir jetzt das halbieren, dann sind es 430 Tage. In 430, also wenn er jetzt auch noch eine ganz normale Nachtruhe hat, wo er nicht rumfummelt an denen, dann ist es 430 Tage, braucht er, um das Rosenheim durchzuarbeiten. Okay, Jennifer. Wenn es tatsächlich stimmt, ich weiß es ja nicht, aber es ist ja nicht meine Aussage, wenn es stimmt, dass sich alle 11 Minuten eine Rosenheimerin in ihn verliebt.